Hallo Leute und herzlich willkommen in Ilias Welt. Heute meine Linie. Die Ilia hatte es schon. Heute bin ich dran mit einem Umstyling. Aber nicht Outfit oder so, sondern auch was mit meinen Haaren. Und zwar werde ich sie mir kurz schneiden. Aber nicht ganz kurz. Ihr werdet dann sehen, wenn ich es habe. Ich hoffe, ich bereue es nicht, aber ich bin echt schon aufgeregt. Und ich hatte nämlich noch nie so wirklich ein Umstyling, aber jetzt geht's endlich los. Die Ilia ist auch dabei. Hallo. Bei meinem Umstyling, weil das darf ich nicht, das mache ich nicht alleine. Darf ich nicht verpassen, dass du den Abend dafür noch ganz schön alleine umgehst. Eben, also. Eigentlich wünsche ich mir zu meinem Geburtstag fast nichts. Ja. Umstyling. Einmal Umstyling? Ja. Aber ein wenig Umstyling und etwas mehr Pep für den Sommer kann ja nicht schaden. Vorher nachher für den Effekt. Vorher. Wow, schaut mal, wie lang meine Haare sind. So, wir waschen jetzt gerade schon die Haare. Und wir werden so einen Wolf-Cut circa machen, halt jetzt da vorne, bis zu den Wangen, bis die Körten lang sind. Und halt zuschnitt und so. Und halt bis hier, bis da die Haare sind. Sieht aus wie ein Eierkopf. So, also die Katharina hat sich das überlegt, was sie mir schneidet. Und es wird auch gerade schon geschnitten und ich habe echt Angst. Aber ich hoffe, es wird gut. So, es wird jetzt geföhnt und dann kommen die Stufen dran. Also ich hoffe, das wird gut. Würdet ihr auch euren Friseur vertrauen? Ich habe vier Bürsten am Kopf. Und weg sind sie, die Bürsten. Jetzt kann man schon erahnen, wie meine Frisur aussehen wird. So, also das ist jetzt das Endergebnis. Ich finde es so schön. Auch meine Spitze sind so weich und das ist so schön. Ich bin sprachlos, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich finde es so schön. Ich habe es noch genauso vorgestellt. Also ich kann halt die ganze Zeit so machen, weil meine Haare so weich sind einfach. Oh mein Gott, ich habe kurze Haare. Na, was sagt ihr? Ich habe jetzt gerade noch ein bisschen geshoppt und jetzt geht's nach Hause und ich zeige euch, was ich gekauft habe. Ich weiß noch nicht, wie viel Zeit ich diesen Sommer am Strand verbringen werde, aber ein paar frische Sommeroutfits, die sollte man schon haben. Jetzt gibt es die frischen Sommerlinien in unserem Shop. Für euch handgezeichnet. Summer Kiss. Mua. Lasst euch den Sommer schmecken. Jetzt auf iliaswelt.shop. So, jetzt gibt es noch einen kleinen Rückblick, was ich alles zu meinem 12. Geburtstag bekommen habe. Weil es ist das letzte Jahr vor dem Teenagerjahr, weil ich werde ja nächstes Jahr schon 13. Und ich wusste überhaupt nicht, was ich mir wünschen sollte. Weil es ist immer so, jedes Jahr, ich weiß nie, was ich mir wünschen sollte. Und zwar, ich werde euch aber jetzt trotzdem zeigen, weil meine Familie hat mich echt überrascht mit meinen Geschenken und ich bin echt froh über die, also es war echt so ein Wow-Effekt. Ich zeige euch jetzt, was ich alles so bekommen habe. Ich will noch kurz was dazu sagen, und zwar die Mama von uns, also die Mami hat oft so gesagt, so, ja, ich bin komplett verzweifelt, ich weiß nicht, was ich der Armin schenken soll zum Geburtstag. Sie hat mich gefragt, ob ich weiß, was ich die Armin wünsche und die Armin redet so, außer zu Weihnachten und Ostern vielleicht. Naja, nein, was sie eher zu Weihnachten. Yeah. Redet sie sonst nie über ihre Wünsche, was sie sich so wünscht. Zum Geburtstag ist sie immer nur so, keine Ahnung, nix eigentlich, hab eh alles. Und da tut man sich halt nur schwer, weil man will ihr eine Freude bereiten. Ja, aber ich hab eh alles, deswegen war ich echt so, wow, ich hab jetzt
so coole Sachen bekommen. Ich sag euch jetzt auch, was ich so an meinem Geburtstag alles gemacht habe. Und zwar, da kommen eh die Geschenke vor, also ihr werdet es dann eh sehen. Auf jeden Fall bin ich mit meinen Eltern alleine in den ersten Bezirk gegangen und dort haben wir ein bisschen gebummelt, also ein bisschen geshoppt. Und dann haben wir für mich 3 Longchamp-Taschen gekauft. Einmal in ganz groß. Die werde ich jetzt so zum Beispiel fürs Tanzen, weil dann kann ich meine, ich habe nämlich gar keine Tanztasche. Ich nehme immer solche komischen Stofftaschen, die eigentlich nur für Übernachtungen oder so sind. Und da kann ich meine Jazz und meine Ballettsachen reingeben. Und die ist ursüß, ich zeige sie euch, schaut. Die ist ursüß. Ich liebe sie. Und die mittlere, also die nicht so groß und auch nicht zu kleine, nehme ich so ein bisschen als Handtasche. Die ist ursüß, die passt auch perfekt. Und die hat auch da oben so ein kleines Tuch, das bindet man so drauf. Da gibt es 2 Farben, und zwar einmal in so einem hellblau und einmal in so einem orange. Das haben die im Store nämlich auch so. Das ist eine Seidenkrawatte und die bindet man einfach so als kleines, da ist auch nochmal Longchamp drauf. Ja. Als kleines Accessoire noch an die Tasche dran, um sie nochmal ein bisschen mehr zu personalisieren oder so ein bisschen nochmal special zu machen. Genau, ich finde sie so süß. Ich finde die mittlere Größe auch echt extrem süß. Die passt auch perfekt zu meiner Größe, deswegen. Ja. Und die ganz, ganz, ganz kleine, die hat so einen kleineren Henkel und die werde ich für ganz besondere Anlässe, wie zum Beispiel, wenn wir ins Theater oder so gehen, dann werde ich die verwenden. Die ist ursüß, da passt nämlich genau mein Handy, meine AirPods und meine Geldbörse rein. Und das ist so eine süße Tasche. Ich bin echt eifersüchtig, dass die Armin die hat. Also ich freue mich natürlich voll für sie. Aber ich finde die auch so, so süß und so, so cool. Und ich habe die auch mal gesehen irgendwo auf TikTok, glaube ich, dass sie wer gehabt hat. Und da war ich auch straight so, oh mein Gott, so eine brauche ich auch, weil... Ich habe nämlich zum Ferienanfang so als kleines Zeugnisgeschenk auch noch eine bekommen von den Eltern, und zwar eine neue in Grau. Ist so schön, da können wir jetzt in Partnerlook gehen. Genau, eben wieder so. Für die Schule. Ich verwende nämlich die ganz große, am liebsten passen alle meine Sachen rein. Können wir so. Longchamp Besties! Woo! Genau, weil ich habe ja meine dunkelblau für die Schule und so ein kleines Upgrade in Grau. Ich finde die Farbe urschön und ich finde, sie passt auch zu mir. Ich war ein bisschen skeptisch am Anfang, ich war so, Mama, findest du, es gibt dir ein bisschen so Reflektor-Vibes? Mhm. Und sie so, ja, aber sie steht dir einfach so gut. Ich war dann so, well, aber die ist so schön. Ich finde die auch richtig, die passt richtig halt schön. Die passt auch überall dazu, das finde ich auch voll praktisch. Aber es geht um deine Geschenke, nicht um meine. So, weiter geht's. Wir waren auch in einem Schuhgeschäft und haben neue Schuhe für mich gekauft. Man sieht schon Jordans. und die Arwen hat eine kleine Obsession. Ich war so zu Mama, als die Arwen ihre ersten Jordans bekommen hat, war ich so, was Mama, die Arwen kriegt Jordans und ich nicht? Das habe ich nie mal mein Alter bekommen. Ja, das ist halt immer so eine Diskussion bei Geschwistern. Aber ich finde, es ist ein ganz anderer Lifestyle. Die Generation wächst ja auch. Und ich finde, mir stehen noch keine Jordans. Ich finde, das ist viel zu groß auf meinen Füßen. Aber deswegen freue ich mich umso mehr, dass es der Arwen so gut passt, weil da hat sie einfach eine Schuhe gefunden für sich, die ihr gut gefallen. Dafür habe ich meine Converse. Ja, yeah, die passen hier nicht dafür. Das Spaß. Auf jeden Fall habe ich neue Jordans bekommen. Und zwar, ich habe ja einmal meine so cool. Gelb, Rot-Grün, Rot-Weißen und jetzt habe ich Rosé-Schwarz-Weiße. Die sind so schön. Die sind echt Rosé. Die schimmern, die sind so cool und die sind so bequem. Glaube ich, ja. Ich finde die einfach so cool. Und die passen halt auch überall dazu. So. Ja. Ja. Also, ich weiß nicht, was ich noch sagen soll. Ich habe neue Schuhe bekommen. Die sind echt schön. Vor allem einfach mit diesem leichten Schimmer noch drin. Finde ich, das gibt auch den Sommer-Vibe. Ja. Weil Abendschuhe sind halt schon extrem coole Schuhe. Aber das waren so eher so Frühling, Winter, Herbst. Genau. Und die sind perfekt für den Sommer wegen der Farbe. Ja, ich finde und auch so kleine Mini-Schuhe. Ich liebe sie. Boah, die stimmen ja schon. Hast du schon angehabt? Ja, weißt du. Dann Spaß. Nee, die stinken nicht. Ja, so. Ja. Ups. Okay, ist das schön zu machen. Sorry, habe ich dich jetzt gecrashed? So. Nein, das kommt mal nicht. Wir waren auf dem Alpen. Nein, das kann er nicht. Im Stephansdom, nicht im Eifelturm. Eifelturm waren sie nämlich.
Da waren wir auch. Der war dann auf einmal hier in Wien. Und wir durften endlich rauffahren, für urcool. Ja, auf jeden Fall waren wir waren im Stephansdom. Und dann waren wir auch noch essen im Schwarzen Kamel. Urleckere Brötchen, die waren echt. Ja. Neues Lieblingsrestaurant. Ja, genau. Also ist das ein Restaurant oder ist das ein Café? Ich glaube eher ein Café. Aber ich bin nicht sicher. Auf jeden Fall waren wir dann noch bei meinem Papas Lieblingsgeschäft. War das jetzt Depot oder war das ich weiß nicht, wie der Butler. Name. Butlers. Ich glaub, hatte das so ganz viele bunte Buchstaben? Keine Ahnung, ich weiß nicht. Okay, never mind. Auf jeden Fall waren wir von meinem Papa im Lieblingsgeschäft. Und da habe ich diesen, also den Boba nicht. Auf jeden Fall haben wir diesen super süßen Koffer. Pass auf, der ist offen. Ja. Weil wir haben einen super süßen Koffer gefunden. Der ist wie gemacht für mich, sag ich jetzt mal. Ich habe mich für Rot entschieden. Es gab auch. Lass mich dir kurz helfen. Ja. Den gab es in Grün, in Blau und in Schwarz. Warum hast du nicht den Schwarz genommen? Ist ja unlangweilig. Der Papa hat auch gesagt, das ist unlangweilig, der Schwarz. Ja, auf jeden Fall ist das Usus, weil kann man absperren. Wo sind die Schlüssel? So, ist eh offen. Und dann habe ich hier noch so ein kleines Foto. Unsere Mama macht immer zu jedem Geburtstag so eine kleine Fotokollage. Hat sie dieses Jahr wieder gemacht. Zu jedem Geburtstag, zu meinem 15. Geburtstag sind überall, keine Ahnung, nein, zu meinem 14. Geburtstag hat sie einfach Glasuntersetzer, also Untersetzer einfach gemacht mit meinem Gesicht drauf. Und es war weird, aber war lustig und süß. So süß. Von der Ari haben wir auch diese kleine mit dem Herzchen her. Yeah. Das ist ursüß. So sieht der by the way von innen aus. Nein, sieht man auch die Vergleichung vom letzten Jahr zum Beispiel und vorletzten Jahr, weil das heben wir auch immer auf. Das finde ich ursüß. Du bist die Einzige, die bei Fotopapier immer so. Und dann so. Weil ich kann Fotopapier nicht angreifen. Ich finde, das ist so ein komisches Gefühl. Ich krieg da Gänsehaut. Ich habe echt schon wieder Gänsehaut, wenn ich das so. So, auf jeden Fall, was ist da drin? Wir haben hier noch so ein paar Geschenke von meinen Freunden. Ja, genau, die haben. Nicht Schabracke. Zeig deine Eiffeltürschabracke. Ja, aber da sind eine ursüße Dinge gekommen. So eine Schleife Birthday. Mit Happy Birthday. Nein, nur mit so Birthday. Ah. Das habt ihr auf Instagram auch gesehen. Ja, die ist ursüß. Die habe ich auf den ganzen. Oh mein Gott. Dieser Mini-Ventilator ist so süß. Also die habe ich den Geburtstag getragen und die ist so süß. Die ist, so ist auch voll bequem und warm. Ist perfekt für den Winter. Braucht ja nichts drüber anziehen. Nichts drunter. Cut. Okay, ja. Oder Apfel. Okay, ja, sag noch was zum Ventilator. Wann hast du den bekommen? Dann, so Ostern hast. Den habe ich auch zum Geburtstag bekommen, weil jetzt für die langen Fahrten zum Beispiel nach Salzburg, ist es 3 Stunden und es ist so heiß und dann kann man so föhnen. Oder nach Kroatien, da ist es immer urheiß und dann kann man so im Auto so föhnen. Es gibt auch so einen Ständer, der keine Ahnung wo ist. Den kann man so aufstellen und dann. Aufstellen und da kann man sich so füllen lassen, wenn man was isst. Genau. Okay, dann haben wir hier noch. Die Arne hat legit zu unserer Oma gesagt, sie wünscht sich Schokolade. Meine Oma hat mir wie viel Tafeln gefühlt? 10 Tafeln. Du hast schon die Hälfte davon aufgegessen. Nein, ich habe einfach alles aufgegessen. 10 Tafeln. Weiße Schokolade gekauft. 10 Tafeln, das sind noch 2 Gefühlt 10 Tafeln. Ich glaube, es waren 5 oder 7, keine Ahnung. Und jetzt habe ich ja noch 2. Und meine Tante hat mir auch weiße Schokolade geschenkt, weil ich liebe weiße Schokolade. In verschiedenen Sorten. Da habe ich noch keine gegessen, aber ich werde die noch essen. Voll nice. Das ist das hier süßes, von wem hast du es bekommen? Von der Freundin? Oh, süß. Das kann man so Zettel so. Nicht Zettel, Fotos. Achso, stimmt. Fotos. Yes, Zettel so. Aufs Klo gehen. Duschen gehen. Sport machen. Glow up. Viel essen, Wasser trinken. Wachsen. Zu Fuß gehen. Stell dir vor, du bist so zu Hause mit deinem E-Roller und fährst alles mit dem E-Roller ab. Zu Fuß geht. Ja, also es ist ursüß, da kann man so Fotos drauf geben. Dann ganz viel Süße. Ich sag euch wirklich süßes Toffifee. Toffifee.
Toffifi. Dann Amicelli. Amicelli, zwei Packungen. Bakugan. Nicht Bakugan. Dann hier auch noch alles Gute. Das ist das Coolste, darauf freue ich mich schon am meisten, wenn das Jahr. Ja, so hier. Cut, yes, 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 yes. Oh, süß. Dann habe ich hier auch klimaneutral. Noch, dann habe ich hier auch noch so, weil ich liebe es ja, diese Ketten, diese Armbänder mit diesen Perlen zu machen. Diese Blumen. Jede einzelne Perle überall. So, gerade nochmal. eben diese Armbänder und diese Ketten mit diesen Blumen. Das mache ich immer urgern und das ist jetzt auch wieder urcool, weil das kann man so im Auto machen. Sag doch mal Ur bitte. Das ist auch urcool. Ja. Ja. Dann haben wir klimaneutrale Katjes. Ja, halt auch so Kleinigkeiten wie so Nagel. Ja. Hör auf, du machst Werbung, kein Spaß. Und ich habe auch so eine ursüße Eichtasche. Da sind so Erdbeeren drauf und da kann man so, wenn man am Strand ist, jetzt so Cola oder so reingeben oder Fanta, was auch immer, Eis. Und das kühlt dann einfach. Das ist urcool. Das ist so cool. Ja, die ist auch echt süß. Stylish, cool und fresh. Yes, das ist Adria das dafür. Was? Adria, das ist so, dafür. Sorglos. Belebend. Und gefühlsam. So, also die ist ursüß. Oder? Ich kenne mich nicht aus. Salibonani, Salibonani. Gehören. Was? Alle guten Morgen, Salibonani. Okay, ja. So, aber natürlich habe ich auch einen. Warte. Das muss man so ein Schnelldruck drauf sein, okay? Was? Ja, das. Wenn ich jetzt das so einräume. Ja. Und sag jetzt, was du sagen wolltest. Ja. Also, natürlich habe ich auch an den Geburtstag mit meinen Freundinnen gefeiert. Und zwar, das war urlustig, weil wir haben uns ausgemacht, wir sind all in white and pink. I'm here an English girl. Bitte, Armin, du embarrassed dich gerade selber. Also all in white and pink. Ja, und das war Usus, weil das hat sich jeder dran gehalten. Und das war echt cool, weil wir sind so durch die Straßen gegangen, als wären wir so Topmodels, weil wir alle dasselbe anhatten. Das war urcool. War das aber all in white oder all in pink? Beides eben. Zum Beispiel jetzt rosenes T-Shirt und weiße Hose oder okay. Weiß und pinke Tasche oder sowas okay. Oder pinke Schuhe. Und das war urcool. Und zwar, ich glaube, wir sind in den ersten Bezirk oder so gegangen, ich glaube. Mhm. Und dort sind wir dann zu einem Escape Room in Real Life gegangen. Und zwar, das war wirklich cool. Man ist so in einen Raum gekommen. So mit Zauberstäben hatten wir es. Und dann musste man ein Rätsel lösen, um in den nächsten Raum zu kommen. Und das war so lustig, weil wir haben die ganze Zeit, wenn irgendwie, weil es kamen so Geräusche, so oder so. Oder immer, wenn die Tür aufging, kam so urgruseligen Geräusche, wie das. So, und wir haben alles so, wir sind in die Ecken gelaufen, so. Und wir sind, haben so geschrien, das war urlustig. Und dann sind wir auch noch zur Taco-Tante gegangen. Das war ursüß. Und da habe ich auch urviele Geschenke bekommen, wie Gutscheine und Süßigkeiten. Ihr wisst Bescheid. und es war einfach ein echt schöner Geburtstag. Und oh, da freue ich mich, dass ich es so schön gemacht habe. Auf jeden Fall war es ein echt schöner Geburtstag und ja. Willst du noch was sagen? Hör auf, knackst du nicht schon wieder, hör auf! Hey, du hast doch einen Nägel gehabt. Stimmt, ich habe mir auch noch Nägel gekauft. Und den gleichen Ring wie ich habe. Ja, ich habe mir auch noch einen Ring. Aber dann haben wir so wie wir diesen Friends-Tag hatten, eben meinen Geburtstag, haben wir uns alle so einen Ring gekauft, so einen Schlangenring und der war so süß. Ich habe den jetzt leider drüben, ich habe ihn vergessen. Aber never mind. Egal, ihr wisst, wie ihr aussieht. Ihr wisst Bescheid. Sicher so ein bisschen, nur mit Edelsteinen und ein bisschen kleiner und halt nicht so klein. Also komplett anders. Also egal. Der da. Ja, ich zeige ihn euch gleich nochmal nach. Ja.
Auf jeden Fall war es ein echt schöner Geburtstag und es war auch cool. Ich hoffe, ich das nicht. So Leute, das war's mit dem Video für heute. Es war echt ein cooler Geburtstag. Genau. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Woo! Tschüss. Habt noch einen schönen Geburtstag. Tschüss. Alles Liebe.